Hallo, ich bin Kerstin Lanzmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Und ich würde gerne heute mit euch Klartext reden über die Aussage, aber es schmeckt so lecker. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich verstehen kann, dass gewisse Sachen relativ lecker schmecken, man aber doch eigentlich trotzdem dann auf sie verzichten kann. Denn es gibt noch so viel 100 andere Dinge, die auch wahnsinnig lecker schmecken und noch viel leckerer eventuell schmecken und die nicht so viel schaden, der Welt, den Tieren und vor allem uns selber zufügen. Und ich verstehe nicht, wie man manchmal so engstirnig und verbohrt bei diesen, aber es schmeckt so lecker, bleiben kann und dann ganz ignorant alles andere ausblendet und noch nicht mal die Wahl in Betracht zieht, auch mal etwas anderes zu nehmen, zu probieren, mal einen Tag ohne. Also erstens, glaube ich, haben wir wirklich genug Auswahl. Ich glaube, jeder kann gute Alternativen finden, um jetzt nicht sein, ich weiß nicht, dieses Stückchen Schinken eins zu eins zu ersetzen, aber genug andere Gerichte zu finden, die einfach wahnsinnig lecker sind. Und mich nervt am meisten, dass dann mit diesem, aber es schmeckt so lecker, das oft so als so eine Ausrede genommen wird oder als so eine Aussage genommen wird, dass das so ein Hauptargument ist, warum es okay ist, weiter so zu machen, wie man bisher irgendwie gelebt hat. Ich habe Gouda zum Beispiel geliebt, trotzdem konnte ich Gouda von heute auf morgen sein lassen. Es behauptet zwar jeder Zweite, dass er ja so viel weniger eigentlich isst, aber ganz selten und dann auch nur vom Bauern des Vertrauens. Und wenn jeder mal so wirklich ehrlich täglich auf seinen Teller guckt, dreimal täglich auf seinen Teller guckt, was er dann da so isst, dann müsste er, glaube ich, sagen, dass er so viel weniger eigentlich gar nicht isst. Naja, weil jeder, der ein bisschen sich informiert und ein bisschen selber nachdenkt, kommt ja dann selber drauf, dass nur das, ich esse ein bisschen weniger davon oder ich esse halt nur das, leider nicht ausreicht, um zu stoppen, was gerade mit der Welt passiert. Das ist so das eine. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Ich glaube, viele wollen sich nur gar nicht so damit beschäftigen, weil dieses Ausblenden immer einfacher ist, als sich damit beschäftigen, umstellen, dadurch ausprobieren müssen, Misserfolge natürlich auch zu haben, weil doch auch viele Sachen dann vielleicht einmal nicht schmecken, wie das so ist, auch mit ganz neuen Gerichten, egal ob die jetzt vegan sind oder ein Fleischgericht, wenn man was ganz Neues ausprobiert, ist halt immer 50-50 die Chance, dass es eben auch leider einem nicht schmeckt. Also ich meine, man kann natürlich irgendwie, wie viele sagen, ja, nach mir die Sintflut und so, kann man irgendwie alles machen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir eigentlich zu weit entwickelt, zu intelligent dann doch sind, um eben so verblendet vor sich hinzuleben und nicht zu reflektieren und nicht nachzudenken, was man so tut und welche Folgen das hat. Es gibt so viele Sachen, die hier gerade passieren mit der Massentierhaltung, mit der Art und Weise des Transports, mit der Art und Weise der Schlachtung, mit den Tierversuchen, die gemacht werden für irgendwelche unnützen Plinky-Plinky-Cremes und so, dass ich mir denke, das geht einfach nicht. Es geht genauso wenig wie ein Kind auf dem Spielplatz eins mit der Schippe überbraten, wie dass man das so mit den Tieren machen kann. Und es ist mir so schleierhaft, dass Leute das so wirklich null sehen und null annehmen können. Ich kann euch nur bitten, irgendwie ein bisschen zu reflektieren, was man so tut, welche Folgen das hat, dass ihr euch ein bisschen mehr informiert, was da eigentlich wirklich so dahinter steckt. Also jetzt nicht nur so das Schnitzel und überlegen, wie sieht die Kuh auf der Verpackung aus, da so alleine auf der grünen Wiese oder wie lebt die Kuh eigentlich wirklich, wie leben die Kinder von der Kuh und wie lange und wie kurz und wie kommt es überhaupt, dass die Kuh trächtig wird und so weiter und so fort. Es geht so vielen Leuten so schlecht, sie sind so krank, aber das Letzte, was sie machen würden, ist irgendwie mal darüber nachzudenken, vielleicht eine vegane Ernährung in Betracht zu ziehen. Es werden lieber teure Medikamente gefressen, super Chemikalien, mit super Tierversuchen, wir unterstützen eine Megaindustrie damit,
Natürlich weiter schön, weil es wird nicht an dem Schnitzel liegen und allem, was da drin ist. Es wird gefressen, es wird en masse gefressen, es werden Medikamente gefressen. Aber mal diesen Versuch, der so einfach wäre, vielleicht zu einfach für die meisten, das mal mit der Ernährung zu versuchen und einer gesunden Lebensweise, das zieht irgendwie keiner in Betracht. Das nervt mich unfassbar. Also wenn ihr irgendwie Kinder habt, wenn ihr Tiere habt und da ja auch besorgt seid und guckt, ist es warm oder kalt, liegen die gemütlich, frisches Essen und mal streicheln und auch guckt so süß, das machen alle Tiere. Und das fände ich irgendwie schön, wenn wenigstens die Leute von den Haustieren und ihren Kindern so ein bisschen schon mal umschwenken könnten auf all die anderen Lebewesen, die eben auch Lebewesen sind.